Heute beim elektrischen Reporter: Wanderarbeiter, Privatheitsschilder und Sportapplikationen. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Das Internet ist eine grenzenlose Veranstaltung und je länger man darin lebt und arbeitet, umso absurder erscheint irgendwann das Konzept Nationalstaat. Viele junge Menschen arbeiten inzwischen nicht nur international im Netz, sondern durch das Netz, auch außerhalb, wie unser erster Beitrag zeigt. Wanderarbeiter ziehen seit Jahrhunderten mit ein paar Habseligkeiten in die Welt, um fern der Heimat Lohn und Brot zu finden. Digital Workers sind die Wanderarbeiter der digitalen Welt. Sie sind mit dem Laptop unterm Arm unterwegs, um Arbeit in der internationalen Internetszene zu finden. Zum Beispiel hier. Jeden Montag lädt der Chef eines typischen Berliner Startups zum Frühstück mit seinen Mitarbeitern. Sie kommen aus 8 verschiedenen Ländern. Zum Beispiel: I'm Carrie and I'm from Ireland. Soy Juan, vengo de Colombia. Mi nombre es Julia, yo soy de Brasil. Mi nombre es Hesam, yo como de Sverige. Die Internetwirtschaft ist die am schnellsten wachsende Branche der Welt. Täglich werden neue Tech-Firmen gegründet. Alleine in Deutschland gibt es aktuell 6.000 Start-ups mit durchschnittlich je 17 Angestellten. Also mehr als 100.000 Digital Workers. In Berlin, wo die meisten jungen Firmen sitzen, stammt ein Drittel von ihnen aus dem Ausland. Sie ziehen häufig um und wechseln ihre Jobs, weil die jungen Firmen teils genauso schnell wieder dicht machen, wie sie entstehen. Das Leben der modernen Wanderarbeiter ist nicht immer einfach. Darum hat Hesam Lavi, selbst halb Iraner, halb Schwede, eine Jobplattform entwickelt, speziell für internationale IT-Fachkräfte. Er beschreibt ihre Sorgen so. Eine Sorge der Angestellten in Startups ist es natürlich, ob die Firma überlebt. Es liegt in der Natur von Startups, dass sie scheitern können. Es gibt aber auch immer wieder erfolgreiche Beispiele, die groß werden. Als Angestellter trägt man das Risiko mit, aber je mehr Informationen es über diesen Markt gibt und je besser man informiert ist, desto bewusster sind sich die Angestellten über diese Risiken und fällen wohlüberlegte Entscheidungen. Firmen wie Jobspotting, die sich auf internationale Digital Workers spezialisiert haben, liefern die nötigen Informationen für gute Entscheidungen. Dazu gehört auch die kluge Wahl des Wohnorts. Softwareentwickler Enrique Ferreira aus Brasilien arbeitete in London und zog schließlich wie die meisten seiner Freunde nach Berlin. Geringe Lebenshaltungskosten, kreativer Input und fast jeder hier spricht Englisch. Das sind ideale Bedingungen für IT-Fachkräfte und Gründer. Gleichzeitig allerdings gibt es in der Branche kaum Sicherheiten. Daher haben viele Digital Workers eine gelassene Haltung zu beruflichen Krisen entwickelt. Scheitern ist der Normalzustand. Ich für meinen Teil habe schon ein paar Mal ganz bei Null angefangen und praktisch ein neues Business gegründet. Das bedeutet, dass es eine Zeit gebraucht hat, bis ich Geld damit verdient habe. Natürlich hatte ich manchmal ein schlechtes Gefühl dabei, aber ich persönlich bin sehr positiv. Also wusste ich immer, dass es schon irgendwann laufen wird. Für gut ausgebildete Softwareentwickler wie Ferreira legen sich die Arbeitgeber ganz schön ins Zeug. Florian Nöll, Vorsitzender des Bundesverbandes Deutsche Startups, konnte ein regelrechtes Buhlen um qualifizierte IT-Kräfte beobachten, die in Deutschland dringend gebraucht werden. Ob das flexible Arbeitszeiten sind, Homeoffice-Arbeit, der Feel-Good-Manager und die Betriebskita, was wir alles beobachten können. Aber vor allen Dingen auch messbar stark steigende, in manchen Berufsgruppen sogar explodierende Gehälter. Doch das gilt nicht für alle. Netzarbeiter mit geringerer Qualifikation arbeiten auf dem wilden Markt der Start-ups für einen Mindestlohn, haben lange, oft kaum festgelegte Arbeitszeiten und sie werden mit gemeinsamen Abendessen, gelegentlichen Partys und großen Versprechungen bei Laune gehalten. Carrie King hat als Angestellte von Jobspotting Kontakt zu zahlreichen Digital Workers und sie rät ihnen, ganz genau hinzusehen, bevor sie in eine solche Falle tappen. Sie weiß, dass durch die schlechte Wirtschaftslage eine andere Jobsituation herrscht als noch vor ein paar Jahren. Ich habe 2008 meinen Abschluss gemacht, also zu Hochzeiten der globalen Wirtschaftskrise. Viele Menschen haben in dieser Zeit ihren Job verloren. Auch ihre beruflichen Perspektiven, die sie normalerweise gehabt hätten, waren plötzlich weg. Also mussten die Leute viel kreativer an die Beschaffung ihres Lebensunterhaltes rangehen.
Diese Lage hat sicher viel zur Start-up-Szene und ihrem Boom beigetragen. Die Menschen denken heute einfach anders. So hat sich eine Parallelwelt etabliert. Statt in klassischen Karrieren arbeiten die Digital Workers in vielen unterschiedlichen Firmen an wechselnden Orten. Das heißt, wenig Sicherheit auf der einen, aber viel Freiheit auf der anderen Seite. Das abenteuerliche Lebensgefühl und die Gemeinschaft unter Digitalnomaden finden viele Wanderarbeiter von heute ebenso wichtig wie das Geld. Und vielleicht ist diese Einstellung ja die einzig wirklich zukunftssichere. Manche Datenschützer schützen schon länger Daten, als Daten ein Allgemeingut sind, zumindest gefühlt. Um solch einen Verein geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Lena Simon. Ich bin Netzphilosophin und Campaignerin bei Digital Courage und betreue da auch den Account bei Twitter @digitalcourage. Was mir wichtig ist, ist, dass Menschen wissen, was eigentlich mit ihren Daten geschieht und wer was über sie weiß. Weil wenn ich etwas über jemanden weiß, dann kann ich ihn manipulieren. Und nur wenn ich das im Blick habe, nur wenn ich das wirklich beurteilen kann, wer weiß was über mich, nur dann bin ich wirklich mündig. In unserer Arbeit bei Digital Courage geht es vor allem eben genau um das kritische Begleiten von technologischer Entwicklung. Die Frage, die uns immer umtreibt, ist, wie muss Technik gestaltet sein, damit die Welt lebenswert bleibt und damit die Technik eben den Menschen dient und nicht andersrum. Und das ist uns immer ganz wichtig, gerade weil wir Technik klasse finden und weil wir Technik lieben. Wir verleihen einmal im Jahr die Big Brother Awards. Das ist ein Negativpreis für Leute, die sich die besonderen Schindluder mit unseren Daten getrieben haben, um die dahin zu bewegen, wo sie eigentlich mit ihren Machenschaften gar nicht hinwollen, nämlich ins Licht der Öffentlichkeit. Der Tweet, der war so ein bisschen so ein Gemeinschaftsprodukt. Da haben wir eigentlich insgesamt 4 Leute dran mitgearbeitet. Der Tweet möchte letztlich darauf hinaus, dass das ganze Thema mit diesem Privacy Shield eigentlich nur heiße Luft ist. Genauso wie Safe Harbor, was der Vorgänger davon war. Also das Grundproblem an der Sache ist ja, dass es in den USA keinen guten Datenschutz gibt, dass aber der EU-Datenschutz vorschreibt, dass wir unsere Daten gut gesichert sein müssen. Jetzt möchte man aber gerade, was so Online-Dienste angeht, natürlich Handel treiben mit den USA und viel zusammenarbeiten. Und um das irgendwie trotzdem zusammenzubringen, hat man eben diese ein bisschen heiße Luft gekocht und gesagt, naja, die müssen einfach nur zusagen, dass sie das einhalten und dann gilt das als eingehalten. Und das ist einfach zu dürftig. Das hat auch der Europäische Gerichtshof zu Safe Harbor schon befunden. Und jetzt versuchen sie eben das Ganze nochmal zu machen, indem sie dem dann einen neuen Namen geben. Aber im Endeffekt haben wir davon gar nichts gewonnen. Kommen wir nun vom Datenschutz zur verdateten Fitness. So ähnlich wie manche Bewohner des 21. Jahrhunderts es sich nicht mehr vorstellen können, essen zu gehen, ohne die Mahlzeit per Instagram zu fotografieren, so können sich andere nicht mehr vorstellen, ohne App Sport zu treiben, wie unser nächster Beitrag zeigt. Sportvereine und ihre fixen Termine passen nur noch schlecht in den urbanen Arbeitsalltag der Gegenwart. Lauf-Apps wie Runtastic oder Online-Fitnesskurse wie Gymondo wollen flexibler sein als Vereine und ortsunabhängiger als das Fitnessstudio. Seit sich Max Dieu mit seiner Laufgruppe über Runtastic vernetzt, funktionieren für ihn Regenwetter oder Frühjahrsmüdigkeit nicht mehr so gut als Ausrede, um den Morgenlauf zu verschieben. Vorher hat man gesagt, man geht nicht, schlechtes Wetter, dann ist man faul gewesen und jetzt sieht man, Mensch, 5 aus der Gruppe waren schon, jetzt musste doch und dann drängt man sich durch und geht doch laufen. Rund 50 Millionen registrierte User hat die App. Trainingspläne und Laufzeitauswertung sind eine Anwendung. Aber moderne Sport-Apps können viel mehr. Sie verwandeln den Anwender in eine Art privaten Sportsender. Freunde können die Live-Position der Läufer auf einer Karte verfolgen. Und sie können sie anfeuern mit Applausgeräuschen oder mit eigenen Sprachbotschaften. Ob beim Waldlauf in Bernau oder beim Marathon in New York. Solch eine Echtzeitverbundenheit bietet kein Sportverein, weiß die Sportpsychologin Wenke Schwarz.
Die sehen, wo ich herlaufe. Und die können mir, wenn sie sagen, mir gefällt das, was du gerade tust und liken, zujubeln die ganze Zeit. Im Idealfall sprechen die sich ab und ich laufe mit einem Jubel mehr über die Startlinie und über die kritischen Punkte hinweg. Und das ist super. Zeitliche und räumliche Flexibilität versprechen auch Online-Fitnessstudios wie Freeletics, New Move oder Gymmondo. Pilates, Yoga oder Fettburner, ohne Weg zum Studio, ohne überfüllte Kursräume, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Egal ob im Hotel oder im heimischen Wohnzimmer, erläutert Gymmondo-Geschäftsführer Markus Büchtmann. Die Motivation unserer Nutzer ist sicherlich das Thema Zeitmangel, also Mütter beispielsweise, für die das natürlich sehr, sehr schwierig ist, irgendwie Kind, Kindergarten, Krippe, Schule, alles unter einen Hut zu bekommen. Das ist natürlich perfekt dann zum Mondo, weil dann kann man sich wirklich diese halbe Stunde kann man sich relativ einfach einbauen und muss jetzt nicht noch einen langen Weg ins Fitnessstudio auf sich nehmen. Ganz neu ist die Idee nicht. Sie ähnelt doch auffällig dem Konzept, mit dem Vorturner wie Jane Fonda in den 80er Jahren Millionen Videokassetten mit Aerobic-Kursen verkauften. Doch die Online-Studios wollen mehr sein als Fernsehgymnastik im Internet. Sie bieten neben Ernährungsplänen und Community-Funktionen vor allem die Möglichkeit, sich Lieblingskurse und Übungen selbst zusammenzuklicken. Damit erreichen sie vor allem ein weibliches Publikum. Gehe ich jetzt ins Fitnessstudio, sehe ich normalerweise, bis auf wenige Ausnahmen, bei Group Fitness eher Frauen und wenig Männer. Gehe ich raus in die Eisenhalle, wo wirklich gepumpt wird, da sehe ich dann eher Männer und weniger Frauen. Das ist so ein bisschen unsere Begründung, warum wir tatsächlich eher eine weibliche Nutzergruppe bekommen haben. Bisher sehen Studioketten die Online-Studios nicht als Konkurrenz, sondern erhoffen sogar, dass sie sportferne Menschen irgendwann auf die Idee bringen, ein Fitnessstudio zu besuchen. Büchtmann glaubt nicht so recht an diesen Transfer. Wir sehen schon, dass für viele die Motivation ist, bei Gymmondo anzufangen, weil sie sich vielleicht auch gar nicht trauen, ins Fitnessstudio zu gehen, weil sie sich vielleicht aus verschiedenen Gründen nicht blamieren wollen bei der Group Fitness, weil irgendwelche Tanzbewegungen so kompliziert sind, dass man nicht mitkommt, was mir übrigens genauso gehen würde. Das ist sicherlich eine Motivation. Das Konzept ein Mensch und ein Smartphone ist bei reiner Tanzfitness eher ungefährlich. Anders sieht es beim Muskeltraining aus. Hier ist der virtuelle Vorturner allein oft zu wenig. Schließlich kann der nicht sagen, wie ich tatsächlich zum Beispiel bei einer Übung im Raum stehe und ob ich jetzt die Ellbogen richtig hochhalte und dadurch ganz korrekt eine Übung ausführe. Und das ist natürlich unheimlich wichtig, gerade bei Kraftübungen. Wenn ich die falsch mache, tut's weh. Und dann kann ich auch meinen Körper überlasten. Konkurrenz droht der Online-Fitness durch die Dumpingpreise der Fitness-Discounter. Und durch YouTube, wo man sich sein eigenes Fitnessprogramm ganz umsonst, wenn auch mühsam, zusammensuchen kann. Von den Mitgliederzahlen der Vereine oder Fitnessstudios sind die Online-Konkurrenten noch weit entfernt. Und völlig ersetzen werden sie die vielleicht nie. Schließlich ist es mit der Heimfitness wie mit dem Homeoffice. Wer hier ganz alleine Höchstleistungen vollbringen will, braucht meist mehr Selbstdisziplin als in der Gruppe im Büro oder im Fitnessstudio. Der große Sport fängt da an, wo er längst aufgehört hat, gesund zu sein. Bertolt Brecht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.